Wir sind diese Woche am Fraunhofer Forschungscampus in Weichenfeld. Wir betreuen zusammen mit Ingenieuren und Wissenschaftlern von Fraunhofer IIS 26 Studierende, die im Rahmen der Summer School diese Woche mit uns da sind. Bei der Summer School von Fraunhofer haben wir zuerst technischen Input bekommen, damit alle die Technologie verstehen. Und dann haben wir uns in kleineren Gruppen zusammengefunden und können jetzt mit Hilfe von einem Elektronikbaukasten unsere eigenen Ideen in die Tat umsetzen. Und es gefällt mir besonders gut, weil wir kleine Gruppen sind und relativ viele Betreuer haben, die uns helfen können und eben abseits vom theoretischen Uni-Alltag mal wirklich praktisch arbeiten können. Was mich an der Summer School besonders überrascht hat, war, wie viele unterschiedliche Studiengänge hier vertreten sind. Das ist besonders gut, da eben auch Leute aus naturwissenschaftlichen Feldern oder aus ganz fachfremden Studiengängen einen anderen Blick mitbringen als reine Ingenieure. Davon war ich sehr positiv überrascht. Besonders begeistert hier an der Summer School hat mich die Freizeit- und Abendgestaltung, insbesondere da wir viel am Lagerfeuer gesessen sind mit anderen Studenten oder beim Tischkickern und Tischtennis mit Studenten außerhalb unserer Einzelgruppen in Kontakt getreten sind. Es ist schön zu sehen, wie begeistert die Studierenden in den Teams zusammenarbeiten und welche Ideen dabei herauskommen. Wir würden uns freuen, den einen oder anderen als Mitarbeiter gewinnen zu können.